Wenn du wissen willst, wie du in Assassin's Creed Valhalla Excalibur bekommen kannst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute geht es um dieses Schwert hier und zwar ist das Excalibur und ich zeige euch, wie ihr das bekommen könnt und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Damit ihr Excalibur bekommen könnt, müsst ihr drei Dinge tun. Welche das sind, sage ich euch jetzt. Ihr müsst unter anderem die Eiferer Woden, Heike und Rodgar besiegen, denn von denen bekommt ihr jeweils eine Steintafel, die ihr später braucht. Außerdem müsst ihr die 8 Schätze Britanniens finden, da bekommt ihr nochmal entsprechend 8 weitere Steintafeln hinzu. Und anschließend müsst ihr mit den insgesamt 11 Tafeln in eine Höhle gehen, dort die ganzen Tafeln reinstecken und dann bekommt ihr das Schwert. Und bevor ich euch zeige, wo sich die Eiferer auf der Karte befinden und wie ihr sie am besten besiegen könnt, zeige ich euch nochmal eine Fertigkeit, die auf jeden Fall wichtig ist. Und zwar geht es dabei um die Fähigkeit, dem Tod von der Schippe, die befindet sich hier auf der linken Seite einmal und damit könnt ihr eben die Zeit verlangsamen, wenn ihr im richtigen Moment ausweicht und so könnt ihr eben Schaden machen, weil ihr euch immer noch in eurem normalen Tempo bewegen könnt und so eben Schaden gegen Eiferer machen könnt. Und wir fangen auch direkt mit dem ersten Eiferer an, das ist Woden, wie auch immer, Stärke 220 und der befindet sich hier in Kent und zwar läuft der immer hier durch die Gegend, da einfach hinreisen bzw. hinreiten, irgendwie einen Aussichtspunkt erklimmen und ihn ausfindig machen. Und dann sind wir auch drin, den ersten Kampf gegen Woden. Hier ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, dass man immer schnell ist, weil er ist selbst eben auch sehr schnell und verteilt dadurch sehr viel Schaden. Wir ziehen jetzt hier immer häufig mit dem Hakenspeer aufspießen einfach in die Wand rein, um schon mal sehr viel Damage zu machen. Gegen ihn habe ich am längsten gebraucht. Und zusätzlich versuchen wir eben über das dem Tod von der Schippe Skill dann immer wieder Treffer zu landen, indem wir die Zeit verlangsamen. Aber man muss da wirklich auf der Hut sein und ich habe auch jetzt im Nachhinein sehr viel Glück gehabt dann noch bei dem Sieg gegen ihn, denn er macht immer wieder sehr viel Schaden, wie man hier sieht. Da müsst ihr wirklich sehr gut aufpassen einfach und eben versuchen da eure Skills zu nutzen, wie das Hakenspeer aufspießen, dann funktioniert das auch, weil sieht man hier auch einfach, wie garstig der einfach ist und wie schnell er wieder hinterher geht. Aber da einfach ruhig bleiben und euer Spiel einfach durchziehen, dann ist der auch nicht so das Problem. Auch nochmal schön nachsetzen mit so einem Tritt, wenn das möglich ist und immer auf der Hut sein, weil er immer für eine Überraschung gut ist. Hier auch wieder, dachte ich schon, da habe ich es fast gewonnen. Super wenig Leben hat er noch und dann hat er mich fast umgebracht. Da muss man also sehr gut aufpassen. Das dürfte es jetzt hier auch gleich für ihn gewesen sein und dann einmal den Tod bestätigen von ihm. Und dann habt ihr auch schon die erste Platte sicher. Als nächstes müsst ihr Heike besiegen und die befindet sich hier in Essexe. Und da könnt ihr auch einfach wieder hinreisen bzw. hinreiten und die befindet sich dann auch hier in diesem Gebiet. Und dann sind wir jetzt schon bei Heike. Da gehe ich auch wieder so vor wie eben schon gegen Woden. Aber diesmal ist eben wichtig, dass sie sich heilen kann. Da müsst ihr darauf achten, da würde ich am besten immer einen Adrenalinpunkt aufbewahren, dass ihr da mit dem Hakenspeer aufspießen reingehen könnt. Und ihr müsst hier eventuell auch aufpassen, weil bei mir waren hier eben viele andere Leute drumherum, die das Ganze gestört haben. Das kann aber auch ein Vorteil sein, weil irgendwann an einem gewissen Punkt, wenn zu viele Leute drumherum stehen, greifen die Eiferer komischerweise nicht mehr an. Hier immer ganz wichtig, wenn die sich heilen, direkt unterbrechen und nochmal nachgehen, damit ihr das eben unterbinden könnt und nicht unnötig lange dann kämpfen müsst. Hier sieht man es jetzt nochmal schön, passiert gar nichts mehr beim Eiferer, wird nicht mehr angegriffen. Könnt ihr für euch nutzen mit einem Sprintangriff, um euch dann nochmal Adrenalin zu holen und hier das Ganze eben einmal unterbrechen. Dann kannst du dich heilen und dann hier einmal den Tod bestätigen. Und dann habt ihr auch die Tafel. Und zu guter Letzt kommt noch Rodgar und der befindet sich in der Nähe dieses Punktes und läuft dann hier in der Gegend rum. Wie gesagt, auch hier hinreisen oder den Aussichtspunkt eben einfach benutzen. Weiter geht's dann mit Rodgar und der ist tatsächlich einfach gewesen. Also ihr könnt hier mit Feuer das Ganze versuchen. Ihr könnt da versuchen mit dem Tod von der Schippe-Skill, wie ich das hier mache. Ihr könnt da im Prinzip alles machen, ihr dürft halt nur nicht getroffen werden. Ansonsten ist er sehr, sehr langsam, hier auch unterbrechen, wenn er sich heilen will. Und dann eben, ja, wieder den Tod dann gleich bestätigen und euch die nächste Tafel von ihm holen. Ist der einfachste aus der Reihe, auch wenn er die höchste Stärke hat. Der erste Schatz liegt dann hier in East Angla, einmal an der markierten Stelle. Und ihr müsst dann einfach hier unten nur einmal reinspringen. Das Ding ist eigentlich relativ leicht, hier vorne durchrennen, direkt durch die Mitte. Und dann geht es einmal links rum. Ich habe das bei mir beim ersten Mal übersehen, aber eben dann hier links rein. Und zum Schluss kommt ihr dann eben hier oben an. Da müsst ihr einmal was kaputt machen und könnt dann die Tafel einsammeln. Schatz Nummer 2 befindet sich dann in Essexe. Einmal hier wieder an der markierten Position.
Und auch die Höhle ist wieder relativ leicht, also ist sehr geradlinig. Einfach durchlaufen und dann kommt ihr eben hier in so einen Weinkeller rein. Da müsst ihr genügend Fässer aufschießen. Und dann sagt euch Eivor auch Bescheid, wenn ihr die Tafel erreichen könnt, einmal aufnehmen. Und dann habt ihr auch die Tafel bekommen. Schatz Nummer 3 befindet sich hier in Kent wieder an der markierten Position. Da müsst ihr einmal hier ins Haus reinlaufen, dann einmal hier unten in den Keller quasi rein. Insgesamt müsst ihr hier ein paar Schlüssel sammeln, da auch immer der Nase nach. Die könnt ihr einfach beim Springen mit einsammeln beispielsweise. Und zum Schluss kommt dann so ein Rätsel mit den Steinen, die ihr ein bisschen hin und her schieben müsst. Und auf der linken Seite, ich bin daran vorbeigelaufen, findet ihr dann die nächste Tafel, die ihr einsammeln könnt. Schatz Nummer 4 findet ihr in Südsaxe, einmal hier wieder an der markierten Position. Und auch die Höhle ist wieder sehr geradlinig. Ihr müsst einfach nur den richtigen Eingang nehmen, den findet ihr aber auch. Der geht eben einmal hier hoch. Und dann kommt nochmal so eine Stelle, wo ihr durchs Wasser schwimmen müsst und da auch einfach der Nase nach. Und dann kommt ihr eben raus an so einem Art Schrein und da könnt ihr dann einfach die Tafel aufheben und dann habt ihr schon die nächste Tafel in der Tasche. Schatz Nummer 5 befindet sich einmal hier ganz weit oben. Und die Höhle ist ein bisschen kniffliger. Ihr müsst hier einmal dann in so einem riesigen Raum den Baum hoch und dann einmal zur rechten Seite weg und eben den Weg nochmal weiter nach oben folgen. Dann kommt ihr hier in so einen Raum rein, wo rechts und so eine Eiswand ist. Die könnt ihr kaputt schießen. Hier geht es einmal links und rechts lang. Als erstes einmal rechts lang laufen. Ein bisschen die Hühner hier kaputt machen. Die Wand aufschlagen. Und dann eben die Fässer abschießen, damit auf der anderen Seite frei ist. Auf der linken Seite sind noch zwei Wildschweine, die ihr besiegen müsst. Und von dort aus könnt ihr dann die Tür aufschießen. Und dann kommt ihr auch in den Raum rein und könnt euch auch schon die nächste Tafel schnappen. Schatz Nummer 6 befindet sich dann in etwa auf einer Linie mit dem alten Schatz, wo wir eben waren. Und auch die Höhle ist wieder relativ geradlinig, müsst ihr euch den Weg einfach nur durchbahnen, dann kommt ihr auch schon an und könnt euch die nächste Tafel schnappen. Schatz Nummer 7 befindet sich dann hier in Hamtunschir, einfach wieder an der Kartenmarkierung. Und auch die Höhle ist relativ geradlinig. Wichtig ist hier, dass ihr einfach hier keine Leitern hochgeht, sondern dann einfach in diesem Raum dann dem Weg unten folgt. Dann kommt ihr auch ans Ziel. Hier bei diesen ganzen Giftwolken, ganz wichtig, da könnt ihr einfach mal eine Fackel reinschmeißen. Dann explodiert das Ganze einmal, beziehungsweise flammt auf. Und so könnt ihr euch dann da unten die Tafel ganz sicher holen, ohne dass ihr irgendwie Schaden nehmt. Schatz Nummer 8 befindet sich ebenfalls dort in der Nähe, einmal hier auf der Kartenmarkierung. Und hier ist es so auch wieder relativ geradlinig wie die Höhlen auch davor. Allerdings müsst ihr hier ein Stück mit einem Schiff einmal schwimmen und wenn ihr hier an dieser Goldkiste seid, dann könnt ihr einmal hier die Steinwand hochklettern, ansonsten kommt ihr nicht weiter. Und wenn ihr die eben hoch seid, einmal rechts rum, dann könnt ihr dem Weg wieder folgen und müsst im Prinzip dann nur noch hier einmal die Steintafel aufnehmen und dann habt ihr auch schon die letzte Steintafel gesammelt. Und dann müsst ihr quasi hier nur noch der Kartenmarkierung von mir folgen und dann kommt ihr in die letzte Höhle, in die ihr auch rein müsst, die auch wieder sehr, sehr geradlinig einfach dem Weg nur folgen. Dann hier einmal mit dem Kopfsprung ins Wasser und einmal auch eben dann durchtauchen und dann kommt ihr in so einen riesigen Raum mit ganz vielen Steinsäulen. Da müsst ihr einmal in die Mitte kommen, da geht auch ein Weg hin, das ist kein Problem. Dann müsst ihr einfach nur noch die Steintafeln einsetzen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr letzten Endes euch Excalibur aus dem Stein ziehen. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat oder dir weitergeholfen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch noch anderen angezeigt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.